Tipps sind wunderbar wandelbar. In der aktuellen Herbstkollektion kommen das Mondgesprinkel daher, und zwar in Begleitung von vielen Pilzen und einer herrlich feinen Soße. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum aktuellen Coop-Videorezept. Für den Crepe-Teig zum Weissmehl ein Limon und Salz geben. 4,5 Dezimeter Milch mit 2 Eiern gut verrühren. Eine Mulde machen und Flüssigkeit unterrühren, noch ins Noten zugießen. Wenig geschmolzene und ausgekühlte Butter darunter rühren. Den Teig jetzt zudeckt bei Zimmertemperatur ca. 30 Minuten quellen lassen. In der Zwischenzeit völlig zubereiten und dazu den Pilz mit einem Haushaltspapier abreiben oder zum Beispiel die Eierschwämme mit einem Pinsel reinigen. Sie auf keinen Fall ins Wasser reinlegen, sie würden sich nämlich ganz mit Flüssigkeit aufsaugen und so an Festigkeit und Aroma verlieren. Den Pilz nicht zu klein schneiden. Ergänzt wird die Füllung noch mit etwas Lauch. Dazu die längs halbierten und gewaschenen Lauchstängel in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Und zuletzt noch eine Schalotte hacken. In einer Bratpfanne ein bisschen Brotbutter heiß werden lassen. Die Pilze portionenweise je ca. 5 Minuten anbraten. Ebenso der Lauch. Die Schalotte in der gleichen Pfanne andämpfen. Pilz und Lauch beigeben. Wasser und Weisswein dazugießen und alles aufkochen. Flüssigkeit auf ca. die Hälfte einköcherle. In der Zwischenzeit jetzt Crepe zubereiten. Dazu in einer beschichteten Brotpfanne ein bisschen Brotbutter erwärmen. Von der Teigmasse so viel in die Pfanne geben, sodass der Boden ganz dünn überzogen ist. Das Crepe bei mittlerer Hitze so lange backen, bis sie sich vom Pfannenboden löst. Sie dann kehren und auf der zweiten Seite fertig backen. Jetzt noch den Soßenhalbrand zu den Pilz gießen und alles nur noch heiß werden lassen. Die Pilzmischung mit genügend Salz und Pfeffer würzen. Sie jetzt in die Mohngräbe verteilen. Mohngräbe mit einer Pilzfüllung, ein fege Gericht zum Punkten. Ergänzt mit einem feinen Blattsalat, ein herrliches Menü. Das Rezept das finden Sie wie immer in der aktuellen Coop-Zeitung oder online zum Abladen. Das war es für heute. Merci fürs Reinklicken und auf Wiedersehen.